Der Flottenvertrag. Zu den besten Kameraden während meiner Schulzeit gehörte ein Bursche namens Percy Phelps. Er hatte etwa mein Alter, obwohl er 2 Klassen über mir war. Aufgrund seiner großen Begabung fielen ihm alljährlich nahezu sämtliche Preise zu, die unsere Schule zu vergeben hatte. Und nach seinem Abgang verschaffte ihm sein vorzügliches Examen ein Stipendium, in dessen Besitz er seine Studien auf der Universität Cambridge fortsetzen konnte. Er hatte, wie ich mich erinnere, äußerst vornehme Verwandte. Sein Onkel mütterlicherseits war Lord Holdhurst, der berühmte Abgeordnete der konservativen Partei. Schon damals, als wir allesamt noch kleine Jungen waren, wussten wir davon, doch brachte dieser Umstand Phelps in der Schule keinerlei Vorteil. Ganz im Gegenteil. Für uns war seine hochherrschaftliche Herkunft nur ein Grund mehr, ihn tüchtig auf dem Spielplatz herumzuhetzen oder ihm, wann immer sich die Gelegenheit bot, den Medizinball vors Schienbein zu werfen. Ich muss es zugeben, Percy musste einiges einstecken und hatte sicherlich keine besonders glückliche Kindheit. Bei seinem Eintritt in die Welt der Erwachsenen änderte sich dies jedoch rasch. Er machte erstaunlich schnell Karriere. Ich hörte, er habe eine exponierte Stellung im Auswärtigen Amt erhalten. Anschließend verlor ich ihn jahrelang vollständig aus den Augen. Bis zu jenem Tag, an dem ich den folgenden Brief von ihm erhielt. Briarbrae Woking. Mein lieber Watson, ich bin mir sicher, dass du dich noch an deinen alten Schulkameraden Percy Phelps, genannt Kaulquappe, erinnerst, der in der 5. Klasse war, als du die 3. besucht hast. Möglicherweise hast du auch erfahren, dass mir mein Onkel eine Stelle im Auswärtigen Amt verschafft hat. Diesen ehrenvollen Vertrauensposten habe ich stets mit Hingabe zur vollsten Zufriedenheit aller bekleidet, bis ein entsetzliches Unglück meine ganze Zukunft zunichte machte. Es würde zu weit führen, wollte ich dir mein Unglück schriftlich auseinandersetzen. Falls du auf meine Bitte eingehst, wirst du ohnehin alle Einzelheiten aus meinem Munde hören müssen. Ich bin eben erst von einem Nervenfieber genesen, das mich 9 Wochen lang ans Bett gefesselt hat, und ich fühle mich noch recht schwach. Könntest du mich besuchen und deinen Freund Holmes veranlassen, dich zu begleiten? Ich möchte gerne seine Meinung über den Fall hören. Bitte bringe ihn so bald wie möglich hierher. Jede Minute wird mir zur Ewigkeit, solange ich noch in dieser schrecklichen Ungewissheit lebe. Und versichere ihm, dass es nicht ein Beweis von mangelndem Vertrauen ist, wenn ich ihn erst jetzt um Rat frage. Ich war seit jenem Schicksalsschlag einfach wie von Sinnen, kaum dazu fähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Jetzt bin ich zwar wieder bei mir, doch wage ich kaum an die Geschichte zu denken, weil ich einen Rückfall fürchte. Noch fühle ich mich nicht einmal stark genug, um selbst zu schreiben. Ich muss diese Zeilen diktieren. Bitte gib mir Hoffnung, Watson. Sag, du kommst zu deinem Freund, zu deinem alten Schulkameraden, Percy Phelps. Es lag etwas so Bemitleidenswertes und Rührendes in der Art, wie er mich wiederholt anflehte, Holmes zu ihm zu bringen, dass ich nichts unversucht gelassen hätte, ihm seinen Wunsch zu erfüllen. Doch kannte ich Holmes gut genug, um zu wissen, dass es gar nicht schwer werden würde, ihn zu überzeugen. Er liebte seine Kunst derart, dass er kaum einem Klienten seine Hilfe versagte. So beschloss ich denn, ihn ohne Zögern aufzusuchen. Eine knappe Stunde nach dem Frühstück betrat ich meine frühere Wohnung in der Baker Street. Sherlock Holmes saß an seinem Schreibtisch, bekleidet mit seinem Schlafrock und in eine chemische Analyse vertieft. Eine gebogene Retorte brodelte wild in der bläulich schimmernden Flamme des Bunsenbrenners und die destillierten Tropfen kondensierten in ein 2-Liter-Gefäß. Mein Freund blickte nicht einmal auf, als ich eintrat. Sie kommen in einem kritischen Moment, Watson. Behält dieses Papier seine blaue Farbe, so ist alles gut. Wird es jedoch rot, so kostet es ein Menschenleben.
Er stippte es in das Glas und sofort nahm es eine schmutzige, feuerrote Färbung an. Das dachte ich mir. Ich stehe Ihnen gleich zu Diensten, Watson. Nehmen Sie sich doch etwas Tabak aus dem persischen Pantoffel. Er setzte sich an das Pult, schrieb mehrere Depeschen und übergab sie einem jungen Burschen, der auf sein Rufen eintrat, um mit den Schriftstücken daraufhin eilig das Haus zu verlassen. Holmes warf sich in den Stuhl, der mir gegenüberstand, schlug seine langen, dünnen Beine übereinander und faltete die Hände über dem Knie. Ein ganz alltäglicher kleiner Mord. Sie bringen mir sicher etwas Besseres. Also, Watson, was gibt es? Ich reichte ihm den Brief, den er mit großer Aufmerksamkeit studierte. Sehr viel verrät er uns nicht. So gut wie nichts. Doch interessiert mich die Handschrift. Es ist nicht seine eigene. Genau. Eine Frau hat den Brief geschrieben. Bewahre, es ist eine Männerhand. Nein, es ist zweifelsfrei die Schrift einer Frau. Einer Frau von seltener Charakterstärke. Sehen Sie, beim Beginn einer Untersuchung ist es von äußerster Wichtigkeit zu wissen, dass der betreffende Klient in enger Beziehung zu einer Person steht, die außergewöhnlich ist, im guten oder bösen Sinne. Aha. Watson, mein Interesse für diesen Fall ist geweckt. Wenn Sie nichts anderes vorhaben, wollen wir gleich nach Woking fahren, um diesen Diplomaten aufzusuchen, der in solch großen Schwierigkeiten steckt. Wir hatten gerade noch Zeit, den Vormittagszug auf der Waterloo Station zu erreichen. Und nach etwas weniger als einer Stunde Fahrzeit fanden wir uns inmitten der Tannenwälder und des Heidekrauts von Woking wieder. Briar Bray erwies sich als der Name eines großen freistehenden Hauses, nur ein paar Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Nachdem wir unsere Karten abgegeben hatten, wurden wir in ein vornehm ausgestattetes Empfangszimmer geführt, wo uns ein stämmiger Mann begrüßte. Er mochte eher 40 als 30 Jahre alt sein, aber mit seinen roten Pausbacken und den munteren Augen vermittelte er den Eindruck eines dicken, durchtriebenen Jungen. Ich bin froh, dass Sie da sind. Percy fragt schon den ganzen Vormittag nach Ihnen. Der Ärmste klammert sich an jeden Strohhalm. Seine Eltern haben mich gebeten, Sie willkommen zu heißen. Sie selbst möchten nicht in Erscheinung treten, denn schon die bloße Erwähnung der Angelegenheit ist Ihnen äußerst peinlich. Aha. Wir haben bislang leider keine Einzelheiten erfahren. Sie selbst sind offenbar kein Mitglied der Familie? Ah, Sie werden die Initialen JH auf meinem Siegelring bemerkt haben. Einen Moment lang habe ich gedacht, Sie können hell sehen. Mein Name ist Joseph Harrison und da Percy mit meiner Schwester Anna verlobt ist, werde ich bald immerhin ein angeheirateter Verwandter sein. Sie finden meine Schwester in seinem Zimmer. Sie pflegt ihn seit 2 Monaten ohne Rast und Ruhe. Tja. Gehen Sie lieber gleich zu ihm. Ich weiß, mit welcher Ungeduld er auf Sie wartet. Das Gemach, in das man uns führte, lag auf demselben Stockwerk und diente zugleich als Wohn- und Schlafzimmer. Fein säuberlich arrangierte Blumen standen in allen Winkeln und Ecken und gaben dem Raum ein freundliches Aussehen. Auf einem Sofa am offenen Fenster, durch das die laue Sommerluft und die Wohlgerüche des Gartens hereinströmten, lag ein junger Mann mit blassen, eingefallenen Wangen. Eine Frau saß neben ihm. Als wir eintraten, erhob sie sich und kam uns einen Schritt entgegen. Soll ich fortgehen, Percy? Nein, bitte bleib. Wie geht es dir, Watson? Mit dem Schnäuzer hätte ich dich fast nicht wiedererkannt. Der Herr ist vermutlich dein berühmter Freund Sherlock Holmes. Ich stellte ihn mit kurzen Worten vor und wir setzten uns. Joseph Harrison hatte sich entfernt, aber seine Schwester nahm ihren Platz neben dem Kranken wieder ein. Sie war eine ungewöhnliche Erscheinung, mit großen, dunklen, italienischen Augen. Ihr Gesicht wies einen olivfarbenen Teint auf und wurde eingerahmt von einer reichen Fülle tiefschwarzen Haares. Nur die Gestalt war etwas zu kurz und gedrungen. Ihre blühenden Farben ließen den armen Phelps nur noch blasser und ausgezehrter erscheinen. Um so wenig wie möglich von Ihrer kostbaren Zeit in Anspruch zu nehmen, will ich Ihnen die Sache ohne alle Umschweife vortragen. Er richtete sich auf. Ich war ein lebensfroher, vom Glück begünstigter Mann und stand im Begriff, mich zu verheiraten, als ein unerwartetes und furchtbares Unglück meine ganze Zukunft zerstörte. Watson hat Ihnen vielleicht mitgeteilt, dass ich eine Stelle im Auswärtigen Amt bekleidete. Vor etwa 10 Wochen, um genau zu sein, am 23. Mai, rief mich mein Onkel, Lord Holdhurst, zu sich. Ah, Percy, sehr schön. Setz dich.
Er nahm eine graue Papierrolle aus seinem Schreibtisch. Dies hier ist das Original eines Geheimvertrages zwischen England und Italien. Zu meinem größten Bedauern sind schon Gerüchte über dessen Inhalt an die Öffentlichkeit gelangt. Es ist von ungeheurer Wichtigkeit, dass nichts, ich wiederhole, absolut nichts mehr durchsickert. Die Botschaften Frankreichs oder Russlands würden riesige Summen bezahlen, um den Inhalt zu erfahren. Am liebsten behielte ich die Papiere bei mir im Schreibtisch, aber es ist leider nötig, dass eine Kopie davon angefertigt wird. Mhm. Du hast doch ein Pult mit gutem Verschluss in deinem Büro, denke ich. Ja. Dann nimm den Vertrag und schließe ihn darin ein. Ich werde Anweisung geben, dass du nach Dienstschluss dableiben kannst, um die Abschrift anzufertigen. Wenn du fertig bist, schließe Original und Kopie wieder in das Pult und gib mir beides morgen früh persönlich zurück. Ich nahm also die Papiere. Bitte einen Augenblick. Waren Sie beide allein während dieser Unterredung? Ganz allein. In einem großen Raum? Das Zimmer dürfte etwa 30 Fuß im Quadrat groß sein. Sprachen Sie laut? Mein Onkel spricht gewöhnlich mit sehr leiser Stimme und ich habe fast nichts gesagt. Danke sehr. Bitte fahren Sie fort. Ich verschloss die Dokumente und wartete, bis die anderen Angestellten gegangen waren. Dann holte ich den Vertrag hervor und machte mich gleich ans Werk, denn ich wollte so schnell wie möglich mit der Arbeit fertig werden. Joseph Harrison, den Sie ja eben getroffen haben, war in der Stadt. Ich wusste, dass er mit dem 11-Uhr-Zug nach Woking zurückfahren wollte und hätte ihn gerne begleitet. Das umfangreiche Dokument enthielt 26 Artikel und war in französischer Sprache abgefasst. Ich schrieb so schnell ich konnte und doch hatte ich, als es 9 Uhr schlug, nicht mehr als 9 Artikel fertig. Dass ich den Zug noch erreichen würde, schien aussichtslos. Mittlerweile war ich schläfrig geworden und glaubte, eine Tasse Kaffee würde mich auffrischen. Am Fuß der Treppe hat der Pförtner ein kleines Büro. Er ist die ganze Nacht über im Haus. Die Beamten, die Überstunden leisten, lassen sich hin und wieder von ihm einen Kaffee kochen. Ich klingelte also, damit er heraufkommen sollte. Zu meiner Verwunderung erschien statt seiner eine Frau. Sie war groß, grobschlächtig und trug eine schäbig wirkende Schürze. Wer sind Sie? Ich bin die Frau des Pförtners, Mr. Phelps. Ich arbeite als Putzfrau hier im Amt. So, aha. Und Ihr Mann? Ist er etwa nicht im Haus? Doch, selbstverständlich, Mr. Phelps. Er ist in seiner Loge. Ich war nur gerade auf Ihrem Stockwerk, als ich das Klingeln hörte. Da dachte ich... Ja, schon gut. Bitte sagen Sie Ihrem Mann doch, er möge mir eine Tasse Kaffee aufsetzen. Ja, natürlich. Sehr gern. Sie verließ mein Büro wieder. Ich schrieb noch 2 Artikel ab und wurde dabei immer schläfriger. Um mich wach zu halten, ging ich ein paar Mal im Zimmer auf und ab. Warum kam bloß der Kaffee nicht? Ich beschloss nachzusehen und den Pförtner zu fragen. Von meinem Arbeitszimmer aus, das nur einen Eingang hat, führt ein gerader, schwach erleuchteter Korridor zu einer gewundenen Treppe, die unten in den Hausflur mündet, an dessen Ende sich die Pförtnerloge befindet. Auf halber Höhe der Treppe liegt ein weiterer Treppenabsatz. Hieran schließt sich ein Gang an, der zu einer Seitentür führt. Dieser Eingang wird hauptsächlich von der Dienerschaft benutzt, aber auch von Angestellten, wenn sie aus der Charles Street kommen und ihren Weg abkürzen wollen. Warten Sie, ich habe eine grobe Skizze der Räumlichkeiten für Sie angefertigt. Percy kramte einen Bogen Papier aus seinem Rock und legte ihn vor Holmes auf den Tisch. Danke sehr, aber die wird nicht vonnöten sein. Ach nein. Ich kann Ihren Ausführungen gut folgen und habe bereits ein exaktes Bild vor meinem geistigen Auge. Natürlich, daran zweifle ich nicht, Mr. Holmes. Aber dieser Punkt ist von großer Bedeutung. Bitte, berichten Sie weiter. Also, ich ging die Treppe hinunter und kam in den Flur. Dort fand ich den Pförtner in seiner Kammer. Er schlief selig. Im Kessel neben ihm kochte das Wasser so heftig, dass es bis auf die Dielen spritzte. Eben streckte ich die Hand aus, um den Mann aus dem Schlaf zu wecken, als eine Glocke, die über meinem Haupt hing, zu läuten begann. Der Pförtner wurde wach und sah mich verwirrt an. Ah, Sie sind's, Mr. Phelps. Ich bin heruntergekommen, um zu sehen, ob mein Kaffee fertig ist. Entschuldigen Sie, ich habe das Wasser aufgesetzt und dann muss ich eingeschlafen sein. Er sah mich an und blickte dann mit wachsender Verwunderung zur Glocke hinauf, die noch immer in zitternder Bewegung war. Wenn Sie hier sind, Mr. Phelps, wer hat dann geläutet? Geläutet? Was für eine Glocke ist das?
die Glocke Ihres Zimmers. Mein Herz stand augenblicklich still. Es musste also jemand in meinem Büro sein. Jetzt, in diesem Moment. Mein Büro, wo der kostbare Vertrag aufgeschlagen auf dem Schreibtisch lag. Wie wahnsinnig stürzte ich die Treppe hinauf und durch den Gang. Kein Mensch war im Korridor. Kein Mensch war im Büro. Ich fand alles genau so vor, wie ich es verlassen, nur die mir anvertrauten Papiere waren verschwunden. Die Abschrift war noch da, aber das Original war weg. Holmes saß aufrecht in seinem Stuhl und rieb sich die Hände. Dieses Rätsel war so ganz nach seinem Geschmack. Und, was taten Sie? Der Dieb musste über den Seiteneingang ins Haus gelangt sein. Ansonsten wäre er mir ja auf der Haupttreppe begegnet. Wäre es nicht möglich, dass er sich die ganze Zeit über im Zimmer verborgen hatte? Oder im Korridor? Sie haben gesagt, er sei nur schwach erleuchtet gewesen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Weder im Zimmer noch im Korridor gibt es eine Möglichkeit, sich zu verstecken. Keine Nische, keine Verschläge, nichts. Ich danke Ihnen. Bitte fahren Sie fort. Der Pförtner hatte meine entsetzte Miene gesehen und kam hinter mir die Treppe hinauf. Wir liefen nun beide durch den Seiteneingang und die steile Stiege zur Charles Street hinunter. Im selben Augenblick hörte ich, wie die Uhr vom nahen Kirchturm 3 Schläge tat. Es war demnach genau 10:15. Das ist ein höchst wichtiger Umstand. Holmes notierte die Zahl auf seiner Manschette. Draußen war dunkle Nacht und es fiel ein feiner, warmer Regen. Auf der Charles Street war keine Menschenseele zu sehen, aber weiter hinten in Whitehall herrschte wie gewöhnlich ein dichtes Gedränge. Barhäuptig liefen wir die Straße hinunter und trafen an der Ecke auf einen Polizisten. Aus dem Ministerium ist ein Schriftstück von unermesslichem Wert entwendet worden. Ist hier jemand vorbeigekommen? Ich stehe seit einer Viertelstunde hier. Die einzige Person, die hier vorbeigekommen ist, war eine ältere Frau. Groß, kräftig, mit einem bunten Wollschal. Ach, das ist gewiss nur meine Frau gewesen. Sonst haben Sie niemanden gesehen? Nein, niemanden. Dann muss der Dieb in die andere Richtung gelaufen sein. Doch ich gab mich nicht so leicht zufrieden. Denn je mehr er versuchte, mich mit sich fortzuzerren, umso argwöhnischer wurde ich. In welche Richtung ist die Frau gegangen? Das weiß ich nicht. Ich sah sie vorbeigehen, hatte aber keinen besonderen Grund, sie im Auge zu behalten. Sie schien es sehr eilig zu haben. Wie lange ist es her? Höchstens ein paar Minuten. Wie viele denn? Etwa 5? Sicherlich nicht mehr. Sie vergeuden Ihre Zeit, Mr. Phelps. Meine Frau hat nichts mit der Sache zu schaffen. Das schwöre ich Ihnen. Sie ist bestimmt nach Hause gegangen. Und wo wohnen Sie? In Brixton. Ivy Lane, Nummer 16. Aber lassen Sie sich doch nicht auf die falsche Fährte führen. Sie hat damit nichts zu tun. Wir sollten wirklich lieber in die andere Richtung gehen und nachsehen. Es schadete nicht, seinem Vorschlag zu folgen. Also liefen wir, in Begleitung des Polizisten, die Charles Street in entgegengesetzter Richtung hinunter. Allerdings fanden wir nichts außer einer von Verkehr überquellenden Hauptstraße. Also kehrten wir ins Ministerium zurück und durchsuchten die Treppen und Gänge, jedoch ohne Erfolg. Der Korridor, der zu meinem Arbeitszimmer führt, ist mit einem hellfarbenen Linoleum belegt, auf dem jeder Schritt zu sehen ist. Doch obwohl wir es sorgfältig in Augenschein nahmen, fanden sich keine Fußspuren. Hatte es den ganzen Abend geregnet? Etwa von 7 Uhr an. Wie kam es dann, dass die Frau, die gegen 9 Uhr bei Ihnen im Zimmer war, mit ihren schmutzigen Schuhen keine Spuren hinterließ? Gut, dass Sie das erwähnen. Die Reinemache-Frauen haben die Gewohnheit, in der Pförtnerloge ihre Straßenschuhe gegen Filzpantoffeln einzutauschen. Ah, das erklärt die Sache. Es gibt also nirgendwo Spuren, obwohl die Nacht feucht war. Sehr interessant. Bitte, erzählen Sie weiter. Nun untersuchten wir das Zimmer. An eine geheime Tür war nicht zu denken und die Fenster sind gut 30 Fuß hoch über der Straße. Beide waren geschlossen und verriegelt. Eine etwaige Falltür ließ sich schon des Teppichs wegen nicht öffnen und die Decke ist weiß getüncht. Der Dieb kann nur zur Zimmertür hineingekommen sein. Wie steht's mit dem Kamin? Es gibt keinen. Das Zimmer hat lediglich einen Ofen. Diese ominöse Klingel, wo befindet sich die Klingelschnur? Sie hängt an einem Draht, rechter Hand von meinem Schreibpult. Wer geläutet hat, muss dicht am Pult gestanden haben. Aber warum hat der Dieb überhaupt geläutet? Das ergibt doch keinerlei Sinn. Freilich, der Umstand ist verwunderlich.
Welche Schritte haben Sie nun unternommen? Ich nehme an, Sie haben sich erneut im Zimmer umgesehen, um festzustellen, ob der Dieb Spuren hinterlassen hat. Einen Zigarrenstummel vielleicht, eine Haarnadel oder sonst eine Kleinigkeit? Nichts dergleichen. War dort eventuell ein seltsamer Geruch? Ein Geruch? Also nein, das heißt, ich meine, darauf haben wir nicht geachtet. Es wäre von Wichtigkeit, wenn das Zimmer zum Beispiel nach Tabak gerochen hätte. Nun, da kann ich Sie beruhigen. Ich bin kein Raucher und ein Tabakgeruch wäre mir gewiss aufgefallen. Nein, Mr. Holmes, da war absolut nichts. Ach. Unsere einzige Spur war Mrs. Tangy, die Frau des Pförtners. Mhm. Obwohl ihr Mann erklärte, seine Frau gehe um diese Zeit gewöhnlich nach Hause, kam ich mit dem Polizisten überein, dass wir der Frau habhaft werden mussten, ehe sie Zeit hätte, sich der Papiere zu entledigen. Wir bestiegen eine Droschke, gaben dem Kutscher die Adresse und eine halbe Stunde später hielten wir vor Mrs. Tangys Wohnung. Es öffnete jedoch niemand. Als wir soeben wieder in die Droschke steigen wollten, flog die Tür förmlich auf und eine füllige Gestalt trat aus dem Haus und lief eilig davon. Das ist sie! Der Polizist und ich liefen hinterher. Nach kurzer Zeit hatten wir sie eingeholt. Der Beamte ergriff sie. Als sie sich zu uns umdrehte, trat ein Ausdruck völliger Verwirrung in ihr Gesicht. Mr. Phelps vom Amt? Aber... Vor wem sind Sie denn so davongelaufen? Für wen haben Sie uns gehalten, Mrs. Tangy? Die Gerichtsdiener. Was? Wir hatten Streit mit einem Krämer und haben eine Rechnung nicht bezahlt. Und das soll ich Ihnen glauben? Wir haben allen Grund zur Annahme, dass Sie ein wichtiges Schriftstück aus dem Amt mitgenommen haben und nun davongelaufen sind, um es irgendwo zu verstecken. Sie müssen mit uns zur Polizei, um sich durchsuchen zu lassen. All Ihr Bitten und Widerstreben war umsonst. Wir durchsuchten zuerst noch die ganze Wohnung, aber wir konnten weder den Vertrag noch Asche oder Papierfetzen entdecken. Dann fuhren wir mit ihr zum Polizeiamt, wo sie sogleich einer dazu angestellten Frau übergeben wurde. Ich wartete in wahrer Todesangst, bis diese zurückkam, um Bericht zu erstatten. Aber Sie können es sich sicher bereits denken, Mr. Holmes, von den Papieren hatte sich keine Spur gefunden. Was ich dann tat, weiß ich nicht mehr genau. Meine Aufregung war zu groß. Ich erinnere mich noch, dass mich einer der Polizeibeamten zur Waterloo Station brachte und mich in den Zug nach Woking setzte. Wahrscheinlich hätte er mich bis hierher begleitet, wäre nicht zufällig ein Bekannter im selben Zug gewesen. Dr. Ferrier, der in unserer Nachbarschaft wohnt. Das war mein Glück, denn kurz nach der Abfahrt verfiel ich in Krämpfe und noch bevor wir daheim ankamen, hatte ein schweres Nervenfieber von mir Besitz ergriffen. In aller Eile richtete man Josephs Zimmer für mich her. Es ist das freundlichste im Haus, mit einem großen Fenster zum Garten. Daher erschien es Dr. Ferrier als Krankenlager wohl am ehesten geeignet. Joseph zog kurzerhand in eines der anderen Gästezimmer um. Nur dem Doktor und Miss Harrison verdanke ich es, dass ich noch am Leben bin. Sie hat mich den Tag über gepflegt. In der Nacht wachte eine Krankenschwester an meinem Bett. Mr. Holmes, Sie sind meine letzte Hoffnung. Von dem langen Bericht erschöpft, sank der Kranke wieder in die Kissen. Seine Pflegerin beeilte sich, ihm ein Glas Wasser zur Stärkung zu reichen. Holmes saß mit geschlossenen Augen da. Einem Fremden wäre er vielleicht teilnahmslos erschienen, ich aber wusste, dass er ganz in den Fall vertieft war. Ihre Angaben sind so ausführlich gewesen, dass ich nur noch wenige Fragen stellen muss. Ein Umstand erscheint mir jedoch besonders wichtig. Haben Sie im Vorfeld irgendjemandem mitgeteilt, dass Ihnen diese geheime Arbeit anvertraut war? Keine Menschen. Noch nicht einmal Miss Harrison? Nein. Nachdem mein Onkel mir den Auftrag erteilt hatte, habe ich das Amtsgebäude nicht mehr verlassen. Hat Sie vielleicht einer Ihrer Angehörigen zufällig besucht? Nein, niemand. Aber Ihre Verwandten kennen das Gebäude und hätten sich dort zurechtgefunden. Nun ja, das schon, aber... Sie haben recht. Wenn Sie niemandem etwas gesagt haben, so sind das natürlich müßige Fragen. Ich habe nicht darüber gesprochen. Was wissen Sie über den Pförtner? Nur, dass er ein ehemaliger Soldat ist. Von welchem Regiment? Ich glaube, er war bei der Garde. Gut. Darüber kann mir Lestrade gewiss mehr sagen. Die Polizei versteht sich trefflich darauf, Tatsachen zu ermitteln. Nur weiß sie nicht immer, Nutzen daraus zu ziehen. Oh, was für eine wundervolle Rose. Mit diesem Ausruf ging er am Lager des Kranken vorbei und trat ans offene Fenster.
Er griff nach draußen und hielt kurz darauf den Stiel einer Moosrose hoch. Mit verklärtem Blick betrachtete er die beeindruckende Mischung aus zartem Rot und Grün. Dies war ein neuer Charakterzug für mich. Nie zuvor hatte er Interesse für die Schönheit der Natur bekundet. Diese Rose ist ein Gottesgeschenk. Ihr Duft, ihre Farbe. Sie dient nicht zur Lebenserhaltung, sondern einzig zur Verschönerung unseres Daseins. Nur die Güte schenkt uns Dreingaben. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir von den Blumen viel zu erhoffen haben. Holmes schien in Träumereien versunken. Miss Harrison starrte ihn entgeistert an, während Percy mir einen hilfesuchenden Blick zuwarf. Schließlich unterbrach die junge Frau sein Schwelgen. Haben Sie denn schon eine Theorie, Mr. Holmes? Werden Sie das Rätsel lösen können? Ach ja, das Rätsel. Entschuldigen Sie. Es lässt sich nicht leugnen, dass dieser Fall höchst sonderbar und verwickelt ist. Aber ich verspreche Ihnen, dass ich die Sache untersuchen und Sie davon in Kenntnis setzen will, wenn ich etwas Wesentliches entdecke. Haben Sie denn bereits Anhaltspunkte gefunden? Oh ja. Sie haben mir derer 7 geliefert. Aber ich muss sie natürlich erst prüfen, ehe ich sagen kann, ob sie etwas taugen. Verdächtigen Sie jemanden? Ja, mich selbst. Was? Ich habe mich im Verdacht, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Dann fahren Sie zurück nach London, um Ihre Anhaltspunkte zu prüfen. Ein sehr guter Rat, Miss Harrison. Ich glaube, Watson, wir können tatsächlich nichts Besseres tun. Aber machen Sie sich keine falschen Hoffnungen, Mr. Phelps. Wie ich bereits gesagt habe, die Angelegenheit ist sehr verwickelt. Ich erwarte unser Wiedersehen mit Ungeduld. Gut, ich werde morgen mit demselben Zug anreisen. Ich werde kommen, selbst wenn es nur negative Ergebnisse zu vermelden gibt. Gott segne Sie für Ihr Versprechen. Allein der Gedanke, dass etwas in der Sache geschieht, gibt mir neue Hoffnung. Ach, was ich noch sagen wollte, Lord Holdhurst hat mir geschrieben. So, und wie äußerte er sich? Sein Brief ist kühl, aber nicht unfreundlich. Wahrscheinlich hat ihn meine lange Krankheit milde gestimmt. Er hat wiederholt, dass die Sache von größter Wichtigkeit sei, doch werde man keine Schritte unternehmen, womit er sicher meine Entlassung meint, bis meine Gesundheit wiederhergestellt ist und ich Gelegenheit gehabt habe, meinen Fehler wieder gut zu machen. Nun, das nenne ich besonnen. Kommen Sie, Watson, wir haben viel Arbeit vor uns. Holmes war in Gedanken versunken und öffnete erst wieder den Mund, als wir über Clapham hinaus waren. Was meinen Sie, ob dieser Phelps wohl trinkt? Das glaube ich kaum. Ich auch nicht. Aber wir müssen jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Der arme Teufel ist in eine tiefe Grube gefallen. Und ob wir ihn herausholen können, ist fraglich. Was halten Sie von Miss Harrison? Ein Mädchen von festem Charakter. Ja, aber nicht nur das. Sie ist auch ein durchweg guter Mensch, wenn mich nicht alles täuscht. Sie und ihr Bruder sind die einzigen Kinder eines Eisenhüttenbesitzers aus Northumberland. Phelps hat sich, als er letzten Winter auf Reisen war, mit ihr verlobt. Später kam sie in Begleitung ihres Bruders zu ihm, um seiner Familie vorgestellt zu werden. Als dann das Unglück passierte, ist sie zur Pflege dageblieben. Wie Sie sehen, habe ich schon verschiedene Erkundigungen eingezogen. Aber es gibt noch vieles, das wir ergründen müssen. Meine Praxis... Nun, wenn Ihnen Ihre Fälle mehr am Herzen liegen als meiner... Ich wollte lediglich sagen, dass mich meine Praxis 1 oder 2 Tage entbehren kann, da es gerade die flauste Zeit im Jahre ist. Vortrefflich. Dann wollen wir die Sache zusammen ergründen. Ich denke, als erstes suchen wir Lestrade auf. Er kann uns wahrscheinlich alle Einzelheiten berichten, die wir brauchen, um herauszufinden, wie an den Fall heranzugehen ist. Ich dachte, Sie hätten bereits 7 Anhaltspunkte. Dem ist auch so. Aber ihren Wert können wir nur durch weitere Nachforschungen ermitteln. So, so. Wissen Sie, Watson, zwecklose Verbrechen lassen sich am schwersten aufspüren. Nun ist dieses glücklicherweise nicht zwecklos. Aber wer zieht seinen Nutzen daraus? Nun ja, der französische Botschafter natürlich und der russische. Richtig. Und Lord Holdhurst. Lord Holdhurst? Es ist eine Möglichkeit. Ein Ehrenmann wie Lord Holdhurst? Niemals. Ich spreche, wie gesagt, nur von einer Möglichkeit, die wir nicht aus den Augen lassen dürfen. Wir werden den edlen Lord noch heute aufsuchen und sehen, ob er uns etwas mitzuteilen hat. Unterdessen habe ich bereits verschiedene Nachforschungen in Gang gebracht.
Schon? Ja. Ich habe auf dem Bahnhof in Woking an die Zeitungsredaktion in London telegrafiert. Diese Anzeige wird in den Abendblättern erscheinen. Er reichte mir ein aus einem Notizbuch gerissenes Blatt. Darauf stand 10 Pfund Belohnung. Bei Angabe der Nummer derjenigen Droschke, die am Abend des 23. Mai gegen 21:15 einen Fahrgast an der Tür des Auswärtigen Amts in der Charles Street abgesetzt hat. Antworten an S. Holmes, Baker Street 221b. Sie glauben, dass der Dieb in einer Droschke vorgefahren ist? Wenn nicht, schadet es auch nichts. Aber wenn Mr. Phelps Angaben stimmen, es also weder auf dem Gang noch im Büro ein Versteck gibt, so kann der Dieb nur von außen gekommen sein. Ja. Kam er aber bei nassem Wetter von der Straße ohne Fußspuren zu hinterlassen, so hat er höchstwahrscheinlich eine Droschke benutzt. Ja, mir scheint, man kann mit Sicherheit auf eine Droschke schließen. Tja, Sie werden wohl recht haben. Das ist einer der Punkte, von denen ich sprach. Vielleicht meldet sich jemand auf die Anzeige und dann wäre da noch die Glocke. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Sache. Warum ist die geläutet worden? Hat es der Dieb aus Übermut getan? Oder war jemand bei ihm, der dadurch das Verbrechen vereiteln wollte? Geschah es vielleicht aus Zufall? Oder könnte es... Er versank wieder im Zustand intensiven Nachdenkens. Mir, der ich mit jeder seiner Stimmungen bestens vertraut war, schien es, als sei ihm plötzlich eine neue Möglichkeit aufgegangen. Gegen 3:30 erreichten wir die Endstation und fuhren nach einem hastigen Imbiss im Bahnhofsrestaurant sofort zu Scotland Yard. Holmes hatte natürlich auch dorthin bereits telegrafiert und Lestrade erwartete uns. Was haben Sie bisher unternommen? Wir haben den Pförtner, diesen Tengi, überprüft. Bei der Garde hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Überhaupt liegt absolut nichts gegen ihn vor. Aha. Seine Frau ist freilich eine üble Person. Vermutlich weiß sie mehr von der Sache, als es den Anschein hat. Ist sie beschattet worden? Ja, eine Polizistin hat ein Auge auf sie. Mrs. Tengi ist Alkoholikerin. Unsere Beamtin hat sogar zweimal mit ihr im Pub gesessen und getrunken. Naja, als Tarnung selbstverständlich. Natürlich. Aber sie hat leider nichts aus ihr herausbekommen. Ich habe gehört, dass der Gerichtsvollzieher bei den Tengis war. Das ist richtig. Aber sie haben Zahlung geleistet. Tatsächlich? Woher kam das Geld? Das hatte seine Ordnung. Seine Pension war fällig. Weshalb war sie es, die heraufkam, als Phelps läutete? Welchen Grund gibt sie dafür an? Sie sagt, ihr Mann wäre müde gewesen und sie hätte ihm helfen wollen. Tja, das passt zu dem Umstand, dass er bald darauf im Stuhl eingeschlafen ist. Es liegt nichts gegen diese Leute vor, von der Trunksucht der Frau einmal abgesehen. Warum war sie an besagtem Abend in solcher Eile, dass es sogar dem Schutzmann aufgefallen ist? Sie sei wohl später dran gewesen als üblich und wollte schnell nach Hause. Aha. Und doch traf sie dort später ein als Mr. Phelps und ihr Mann. Dabei sind diese erst gut 20 Minuten nach ihr aufgebrochen. Ja. Wie kann das sein? Sie nahm wohl einen der langsameren Omnibusse. Ein Hansen ist deutlich schneller. Nun, wie es scheint, hat sie für alles eine einleuchtende Erklärung parat. Haben Sie sie gefragt, ob ihr in der Charles Street jemand begegnet ist? Niemand außer dem Schutzmann. Nun, Sie scheinen die Frau recht gewissenhaft ins Kreuzverhör genommen zu haben. Was haben Sie außerdem unternommen? Wir haben die anderen Angestellten des Amts überprüft. Ganz besonders einen Mr. Gorrit, der im selben Büro wie Phelps arbeitet. Wir konnten ihm jedoch nichts nachweisen. Ist das alles? Ja, es hat sich leider kein neuer Anhaltspunkt gefunden. Keine Verdachtsmomente irgendwelcher Art. Was ist Ihre Ansicht über das Läuten der Glocke? Nun, ich muss zugeben, das ist mir ein Rätsel. Der Täter muss äußerst kaltblütig sein. Im Moment des Diebstahls auch noch Alarm zu schlagen. Tja, das ist und bleibt sonderbar. Vielen Dank, Lestrade. Wenn ich Ihnen den Mann liefern kann, werden Sie von mir hören. Aber nun vorwärts, Watson. Wohin jetzt? Wir werden Lord Holdhurst befragen. Wir hatten Glück, denn wir trafen den Lord noch in seinen Räumlichkeiten in der Downing Street an. Als Holmes seine Karte abgab, wurden wir umgehend eingelassen. Der Staatsmann empfing uns mit jener altväterlichen Höflichkeit, die einen wahrhaft großen Politiker auszeichnet, und ließ uns in zwei luxuriösen Sesseln zu beiden Seiten des Kamins Platz nehmen. Ihr Name ist mir durchaus bekannt, Mr. Holmes. Und auch über den Zweck Ihres Besuches bin ich mir bewusst. Es gab in der letzten Zeit nur einen Vorfall, der einen Mann wie Sie interessieren könnte. Darf ich fragen,
wer Sie mit dieser Sache betraut hat? Mr. Percy Phelps. Ach, mein unglücklicher Neffe. Sie verstehen sicher, dass ich schon wegen unseres Verwandtschaftsverhältnisses nicht in der Position bin, ihm zu helfen. Der Vorfall wird seiner weiteren Karriere sehr hinderlich sein, fürchte ich. Aber wenn sich das Schriftstück wiederfände? Das wäre natürlich etwas anderes. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen, Lord Holdhurst. Bitte, ich gebe Ihnen gern Auskunft. War dies der Raum, in dem Sie Ihre Anweisungen bezüglich der Abschrift des Dokuments erteilten? Jawohl. Dann ist es nahezu ausgeschlossen, dass Sie belauscht wurden. Daran ist nicht zu denken. Haben Sie Ihr Vorhaben, den Vertrag abschreiben zu lassen, irgendjemandem gegenüber erwähnt? Mit keiner Silbe. Da sind Sie sich vollkommen sicher. Ohne jeden Zweifel. Wenn also weder Mr. Phelps noch Sie darüber gesprochen haben und auch sonst kein Mensch um die Sache wusste, dann ist der Dieb rein zufällig in das Büro gekommen. Die Gelegenheit war günstig und er hat sie genutzt. Das schlägt nicht in mein Fach. Sie sind der Detektiv, aber Sie könnten recht haben. Lassen Sie uns einen anderen wichtigen Punkt klären. Ich habe gehört, Sie fürchteten, das Bekanntwerden dieses Vertrags würde sehr ernste Folgen nach sich ziehen. Die allerernstesten Folgen. Und sind Sie eingetreten? Noch nicht. Wenn der Vertrag in die Hände der Franzosen oder der Russen gelangt wäre, so würde es Ihnen vermutlich zu Ohren gekommen sein. Das steht zu erwarten. Nun, es sind fast 10 Wochen vergangen. Sie haben noch nichts gehört. Dann dürfen wir wohl mit Fug und Recht annehmen, dass der Vertrag bisher an keine der beiden Parteien übergeben wurde. Ja, aber der Dieb wird ihn doch kaum gestohlen haben, um ihn sich rahmen zu lassen und in sein Zimmer zu hängen. Vielleicht wartet er noch auf einen besseren Preis. Wenn er noch lange wartet, wird er gar nichts mehr bekommen. In wenigen Monaten ist der Vertrag kein Geheimnis mehr. Oh, das ist ein höchst wichtiger Umstand. Eventuell wartet er nicht freiwillig ab. Er könnte plötzlich erkrankt sein. Ja, zum Beispiel an Nervenfieber. Das habe ich nicht gesagt. Aber wir haben Ihre kostbare Zeit schon viel zu lange in Anspruch genommen, Lord Holdhurst. Erlauben Sie, dass wir uns empfehlen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Mag der Verbrecher sein, wer er will. Ein feiner Mensch. Aber er hat Mühe, seine Stellung zu behaupten. Er ist nicht reich und er hat viele Verpflichtungen. Sie haben sicher bemerkt, dass er neu besohlte Stiefel trägt. Ich? Was? Nein. Nun will ich Sie nicht länger von Ihrer Arbeit abhalten, Watson. Heute unternehme ich nichts mehr, es sei denn, ich erhalte Antwort auf meine Droschkenanzeige. Aber ich wäre Ihnen äußerst verbunden, wenn Sie mich morgen erneut nach Woking begleiten würden. So fuhren wir denn am nächsten Morgen wieder zusammen nach Woking. Leider hatte Holmes keine Antwort auf seine Anzeige erhalten. Wenn er wollte, dann besaß sein Gesicht die Reglosigkeit eines meditierenden Indianers und ich konnte seinem Ausdruck nicht entnehmen, ob er mit dem Stand der Ermittlungen zufrieden war oder nicht. Wir fanden unseren Klienten in der Obhut seiner getreuen Pflegerin. Er sah jedoch weit besser aus als tags zuvor. Bei unserem Eintritt stand er vom Sofa auf und begrüßte uns lebhaft. Was bringen Sie mir? Mein Bericht fällt, wie zu erwarten war, negativ aus. Ich habe mit Inspektor Lestrade gesprochen, Ihren Onkel besucht und verschiedene Erkundigungen eingezogen, bisher aber ohne Ergebnis. Aber Sie haben doch den Mut noch nicht verloren. Oh, durchaus nicht. Oh Gott sei Dank. Wenn wir nur Geduld bewahren, muss die Wahrheit irgendwann ans Licht kommen. Mr. Holmes, wir haben Ihnen mehr zu erzählen als Sie uns. Ah, tatsächlich. Ja, wir haben in der Nacht ein Abenteuer erlebt. Eines, das gefährlich hätte ausgehen können. Fahren Sie fort. Wissen Sie, ich fange an zu glauben, dass ich das Opfer einer Verschwörung bin. Nicht genug, dass man meinen Ruf zerstört hat, jetzt trachtet man mir auch noch nach dem Leben. Nein. Wahrhaftig. Nicht wahr? Es klingt unglaublich. Oh, bitte erzählen Sie. Zunächst müssen Sie wissen, dass ich letzte Nacht zum ersten Mal ohne Krankenschwester im Zimmer schlief. Aha. Ich fühlte mich so viel wohler, dass ich glaubte, sie nicht mehr zu brauchen. Gegen 2 Uhr morgens weckte mich ein leises Geräusch. Es klang, als würde eine Maus am Holzwerk nagen. Eine Weile lag ich da und horchte, dann wurde der Ton lauter und plötzlich kam vom Fenster her ein scharfes, metallisches Klirren. Entsetzt fuhr ich hoch.
Was die Geräusche zu bedeuten hatten, war jetzt klar. Die schwächeren Töne rührten von einem Werkzeug her, das in den Schlitz zwischen den Fensterläden geschoben wurde. Die Lauten entstanden dadurch, dass jemand versuchte, den Verschluss aufzudrücken. Nun blieb etwa 10 Minuten alles still. Gerade so, als wartete die Person ab, ob der Lärm mich aufgeweckt habe. Dann vernahm ich ein leises Knarren und das Fenster wurde vorsichtig geöffnet. Ich sprang aus dem Bett und stieß den Laden auf. Der Mann kauerte vor dem Fenster. Ich konnte nur noch wenig von ihm sehen, denn er rannte augenblicklich davon wie der Blitz. Nur eines weiß ich mit Bestimmtheit, nämlich, dass er eine Waffe in der Hand trug. Es sah aus wie ein langes Messer. Deutlich sah ich die funkelnde Klinge, als er sich zur Flucht wandte. Das ist ja höchst interessant. Und was taten Sie dann? Ich hätte ihn verfolgt, wenn ich gesund und kräftiger gewesen wäre. So aber musste ich mich damit begnügen, das Haus wach zu klingeln. Es dauerte einige Zeit, da die Glocke in der Küche hängt und die Dienerschaft im oberen Stock schläft. Endlich kam Joseph herbei und weckte die übrigen. Er und der Stallknecht fanden Fußabdrücke im Blumenbeet unter dem Fenster. Aber auf dem Rasen ließ sich die Spur nicht verfolgen. An dem hölzernen Zaun zur Straße fand sich eine Stelle, die aussah, als sei jemand darüber gestiegen. Die oberste Latte ist gebrochen. Ich habe der Polizei noch nichts gesagt, da ich ja wusste, dass sie heute wiederkommen wollten. Die Erzählung unseres Klienten schien auf Sherlock Holmes großen Eindruck zu machen. Er stand von seinem Sitz auf und ging nervös im Zimmer auf und ab. Ein Unglück kommt selten allein. Das trifft auf Sie wahrlich zu. Fühlen Sie sich stark genug, um mit mir um das Haus herumzugehen? Aber ja, etwas Sonne wird mir gut tun. Ich komme auch mit. Ich fürchte, das kann ich nicht gestatten. Bitte bleiben Sie genau dort sitzen, wo Sie gerade sind. Mit unwilliger Miene nahm die junge Dame ihren Platz wieder ein. Ihr Bruder gesellte sich jedoch zu uns. Wir vier gingen auf den Rasen vor dem Fenster des jungen Diplomaten. Die Fußspuren im Blumenbeet waren undeutlich und verwischt. Holmes beugte sich einen Augenblick nieder, um sie zu betrachten, erhob sich aber gleich wieder. Er zuckte mit den Achseln. Das bringt uns nicht weiter. Lassen Sie uns um das Haus herumgehen und überlegen, warum der Einbrecher gerade dieses Zimmer gewählt hat. Die größeren Fenster im Wohnzimmer und Speisezimmer wären für einen Einbruch wesentlich besser geeignet gewesen. Aber man kann sie von der Straße aus sehen. Na, natürlich. Das habe ich vergessen. Die Tür dort hätte er aber aufbrechen können. Wohin führt sie? Es ist die Hintertür für Lieferanten und Dienerschaft. Nachts wird sie fest verschlossen. Ist hier schon früher einmal eingebrochen worden? Nein, nie. Ist Silbergeschirr im Haus oder etwas anderes, das Einbrecher anziehen könnte? Nein, wir besitzen keine Wertgegenstände. Holmes schlenderte mit den Händen in den Taschen um das Haus herum. Er wirkte fast lässig auf mich. Wieder ein Wesenszug, den ich an ihm nicht kannte. Ach, Mr. Harrison, Sie sollen den Platz gefunden haben, wo der Kerl über den Zaun gestiegen ist. Können Sie mir die Stelle zeigen? Selbstverständlich. Bitte, kommen Sie. Der junge Mann führte uns an eine Stelle, wo der obere Teil des Holzzaunes abgebrochen war. Also, es sieht nicht so aus, als wäre dieses Stück letzte Nacht abgebrochen. Mir scheint, das ist ein alter Schaden. Das kann wohl sein. Auch findet sich auf der anderen Seite keine Spur. Dort ist mit Sicherheit niemand heruntergesprungen. Nein, das wird uns wenig weiterhelfen. Lassen Sie uns ins Haus zurückgehen und die Angelegenheit miteinander besprechen. Percy Phelps ging sehr langsam, auf den Arm seines künftigen Schwagers gestützt, während Holmes und ich rasch über den Rasen schritten, sodass wir vor dem offenen Fenster des Schlafzimmers standen, ehe die anderen in unsere Nähe kamen. Miss Harrison, Sie müssen den ganzen Tag über bleiben, wo Sie sind. Lassen Sie sich durch nichts und niemanden vertreiben. Es ist von allerhöchster Wichtigkeit. Gewiss, wenn Sie es wünschen, Mr. Holmes. Wenn Sie zu Bett gehen, verschließen Sie bitte die Tür von außen und nehmen den Schlüssel mit auf Ihr Zimmer. Geben Sie mir Ihr Wort darauf? Aber Percy... Er fährt mit uns nach London. Und ich soll hier bleiben? Ja, um seinetwillen. Rasch, versprechen Sie es mir. Ja. In genau diesem Moment hatten die anderen beiden zu uns aufgeschlossen und traten ans Fenster. Warum sitzt du im Zimmer und bläst Trübsal, Annie? Komm heraus in den Sonnenschein. Oh, nein, danke, Joseph. Ich habe Kopfweh.
Die Kühle im Zimmer tut mir gut. Was wollen Sie als nächstes tun, Mr. Holmes? Es wäre mir eine große Hilfe, wenn Sie mit uns nach London kommen könnten. Sofort? Ja, das heißt, so rasch es sich einrichten lässt. In einer Stunde etwa. Ich fühle mich durchaus wieder kräftig genug. Wenn es Ihnen also wirklich nützt, dann bin ich dazu bereit. Ohne allen Zweifel. Wünschen Sie, dass ich über Nacht dort bleibe? Das wollte ich Ihnen gerade vorschlagen. Wir geben uns ganz in Ihre Hände, Mr. Holmes. Sie brauchen nur zu sagen, was geschehen soll. Also gut. Wenn es Ihnen recht ist, frühstücken wir hier noch und fahren dann zusammen nach London. Und so wurde es gemacht. Miss Harrison erschien freilich nicht zum Frühstück, denn sie durfte ja laut Holmes' Anordnung das Zimmer nicht verlassen. Warum dies allerdings so war, konnte ich mir nicht erklären. Wollte Holmes die junge Frau vielleicht von Percy trennen? Die größte Überraschung aber sollte meinem alten Schulkameraden und mir noch bevorstehen. Als wir den Bahnhof erreicht hatten und gerade unseren Zug bestiegen, blieb der Detektiv kurzerhand am Gleis stehen und erklärte ruhig, er habe nie die Absicht gehabt, Woking zu verlassen. Wir aber sollten in Ruhe nach London fahren und in der Baker Street Quartier beziehen. Es gibt für mich noch einige Dinge zu erledigen, die sich leichter bewerkstelligen lassen, wenn Sie nicht vor Ort sind, Mr. Phelps. Dann richten Sie doch Miss Harrison aus, dass ich hoffe, morgen Abend wieder daheim zu sein. Ich werde wohl nicht in Ihrem Hause vorsprechen. Percy und ich besprachen diese neue Wendung der Dinge miteinander, kamen aber zu keinem befriedigenden Ergebnis. Er wird wohl dem nächtlichen Einbrecher nachspüren wollen. Ich glaube übrigens nicht, dass es ein gewöhnlicher Dieb war. Nicht? Ja, aber was denn dann? Ich bin mir sicher, dass es sich um eine politische Intrige handelt. Irgendeine Gruppe von Verschwörern trachtet mir nach dem Leben. Also Percy, das halte ich für... Es klingt seltsam, ich weiß. Aber weshalb sollte ein Dieb versuchen, in ein Zimmer einzusteigen, in dem es absolut nichts zu holen gibt? Und dazu noch mit einem Dolch in der Hand. Vielleicht war es ja gar kein Messer, sondern ein Stemmeisen. Nein, nein. Ich habe die Klinge aufblitzen sehen. Möglich, dass Holmes derselben Ansicht ist. Zumindest würde dies sein seltsames Verhalten erklären. Wahrscheinlich wollte er dich außer Gefahr wissen. Unsere Unterhaltung drehte sich fortan um andere Dinge. Wir plauderten über die Schulzeit, gemeinsame Erinnerungen und förderten im Laufe des Vormittags so manch längst vergessene Anekdote zutage. So verging die Zeit wie im Fluge. Nach einem ausgedehnten Mahl, das Mrs. Hudson am Abend für uns bereitete, begaben wir uns zu Bett. Es war 7 Uhr, als ich erwachte, und ich eilte sofort zu Phelps. Er wirkte sehr angegriffen. Ich nahm an, dass er, ob der Aufregung, kein Auge zugetan hatte. Seine erste Frage war, ob Holmes schon da sei. Nein, er wird zu der versprochenen Zeit kommen. Keinen Augenblick früher oder später. Ich sollte Recht behalten, denn kurz nach 8 Uhr kam eine Droschke rasch vorgefahren und mein Freund stieg aus. Ich blickte aus dem Fenster und sah, dass er verletzt war. Seine linke Hand steckte in einem Verband. Er trat ins Haus, doch es dauerte eine Weile, bis er die Treppe heraufkam. Er wirkt auf mich wie ein geschlagener Mann. Wahrscheinlich waren seine Bemühungen vergebens und des Rätsels Lösung liegt doch in London. Und ich hatte so große Hoffnungen. Sind Sie verwundet, Holmes? Ach, nur eine Schramme. Und ich bin selbst schuld daran. Dieser Fall, Mr. Phelps, ist gewiss einer der verworrensten, die ich je untersucht habe. Das habe ich befürchtet. Sogar Sie sind machtlos. Naja, immerhin war es eine bemerkenswerte Erfahrung für mich. Der Verband lässt auf ein Abenteuer schließen. Nun sagen Sie uns doch schon, was letzte Nacht passiert ist. Nach dem Frühstück, mein lieber Watson. Vergessen Sie nicht, dass ich heute schon 30 Meilen Fahrtstrecke hinter mir habe. Ist eigentlich eine Antwort auf meine Anzeige gekommen? Nein. Na, man kann nicht immer ins Schwarze treffen. Der Tisch war bereits gedeckt und als ich gerade klingeln wollte, betrat Mrs. Hudson den Raum, um Tee und Kaffee zu servieren. Einige Minuten später brachte sie ein paar zugedeckte Schüsseln und wir nahmen am Tisch Platz. Mrs. Hudson hat sich selbst übertroffen. Ihre Küche ist zwar beschränkt, aber sie weiß doch, was zu einem guten Frühstück gehört. Und was haben Sie, Watson? Ich entfernte den Deckel der vor mir stehenden Schüssel. Schinken und Ei. Wunderbar. Soll ich Ihnen etwas auftun, Mr. Phelps, oder bedienen Sie sich selbst? Danke, ich kann nichts essen. Ach was. Versuchen Sie es einmal mit der Schüssel, die vor Ihnen steht. Nein, danke. Ich kriege keinen Bissen hinunter. Nun, dann darf ich Sie wohl bitten, mir etwas davon zu geben.
Phelps hob den Deckel in die Höhe, stieß einen Schrei aus und starrte mit kreideweißem Gesicht auf den Inhalt der Schüssel. Darin lag eine Rolle von blaugrauem Papier. Er griff danach, drückte sie an sein Herz, tanzte damit im Zimmer herum und jubelte laut vor Entzücken. Dann sank er in den Lehnstuhl zurück und war mit einem Mal so erschöpft, dass wir ihm ein paar Löffel Branntwein einflößen mussten, damit er nur nicht in Ohnmacht fiel. Ach. Ja, nur ruhig, ruhig. Es war dumm von mir, Sie so zu überrumpeln. Aber Watson wird Ihnen bestätigen, dass ich einem Hauch von Dramatik nie widerstehen kann. Phelps ergriff seine Hand und küsste sie. Gott segne Sie. Sie haben meine Ehre gerettet. Nun ja, auch die meine stand auf dem Spiel. Phelps verstaute das kostbare Schriftstück in seiner Rocktasche. Ich kann es kaum wagen, Sie noch länger von Ihrem verdienten Frühstück abzuhalten, aber ich vergehe fast vor Ungeduld zu erfahren, wo das Papier war und wie Sie es entdeckt haben. Mein Freund stürzte eine Tasse Kaffee hinunter und machte sich in Windeseile über die Eier und den Schinken her. Dann stand er auf, entzündete seine Pfeife und nahm im Lehnstuhl Platz. Zunächst will ich Ihnen mitteilen, was ich tat und hinterher, warum ich es tat. Oh ja. Nachdem Ihr Zug fort war, machte ich einen wunderhübschen Spaziergang durch Sussex. Ich besuchte das Dörfchen Ripley, wo ich im Wirtshaus Tee trank und mir in weiser Voraussicht die Weinflasche füllen und ein paar belegte Brötchen einwickeln ließ. Ich blieb bis zum Abend. Erst dann kehrte ich nach Woking zurück. Kurz nach Sonnenuntergang befand ich mich auf der Landstraße bei Briarbrae. Dort wartete ich, bis sie völlig menschenleer war, und kletterte dann über den Zaun in den Garten. War denn das Tor nicht offen? Doch, natürlich. Aber in diesen Dingen bin ich eigen. Im Schutz dreier dichter Tannen gelangte ich zum Haus, ohne gesehen zu werden. Ich verbarg mich im Rhododendron-Busch, der ihrem Schlafzimmerfenster gegenüberliegt, und wartete. Der Vorhang in ihrem Zimmer war nicht geschlossen, und ich konnte Miss Harrison sehen, die lesend am Tisch saß. Um 10:45 klappte sie ihr Buch zu und zog sich zurück. Ich hörte sie die Tür schließen und war mir ganz sicher, dass sie den Schlüssel im Schloss gedreht hatte. Den Schlüssel? Ja, ich hatte sie gebeten, die Tür von außen zu verschließen und den Schlüssel mitzunehmen. Sie hat alle meine Anordnungen aufs Genaueste ausgeführt. Ohne ihre Hilfe würden sie jetzt schwerlich das Schriftstück in der Rocktasche haben. Na, das ist ja... Sie entfernte sich und die Lichter im Haus erloschen. Dann geschah eine lange Zeit nichts. Endlich, gegen 2 Uhr morgens, hörte ich das leise Geräusch eines Riegels, der zurückgeschoben wurde. Kurz darauf das Knirschen eines Schlüssels. Fast im selben Augenblick öffnete sich die Hintertür und Joseph Harrison trat in den Mondschein heraus. Nein. Was? Joseph? Er schlich auf Zehenspitzen an der Mauer entlang. Also wirklich das... Als er das Fenster erreicht hatte, steckte er ein langes Messer unter den Fensterrahmen, schob den Riegel zurück und stieß das Fenster in die Höhe. Sekunden später verschwand er im Zimmer. Von der Stelle, wo ich lag, hatte ich einen vorzüglichen Überblick über das Innere des Zimmers. Er entzündete die beiden Kerzen auf dem Kaminsims und schlug sodann eine Ecke des Teppichs zurück. Er bückte sich und nahm ein Dielenstück heraus. Was? Aus der Vertiefung holte er die Papierrolle hervor, passte das Brett wieder ein und deckte den Teppich darüber. Oh. Anschließend blies er die Lichter aus und lief mir geradewegs in die Arme, denn ich stand mittlerweile draußen vor dem Fenster und wartete auf ihn. Oh. Dummerweise war er bösartiger, als ich vermutet hatte. Er stieß sogleich mit dem Messer nach mir. Er fügte mir einen Schnitt am Handgelenk zu, ehe ich die Oberhand bekam. Das eine Auge, mit dem er noch sehen konnte, als wir zwei miteinander fertig waren, funkelte zwar vor Mordlust, aber er nahm Vernunft an und lieferte mir das Schriftstück aus. Sobald ich es hatte, ließ ich den Mann laufen. Allerdings habe ich heute früh Lestrade telegrafiert. Ist er schnell genug und fängt den Galgenvogel, gut und schön. Doch wenn er, was ich vermute, das Nest leer vorfindet, dann ist es umso besser für die Regierung. Ich schätze, sowohl Sie, Mr. Phelps, als auch Lord Holdhurst sehen es bedeutend lieber, wenn dieser Fall nie vor ein Gericht kommt. Großer Gott! Ist es denn möglich, dass während der langen, entsetzlichen 10 Wochen voll namenloser Angst die gestohlenen Papiere bei mir im Zimmer gelegen haben? Ganz recht. So war es. Und Joseph? Ein gemeiner Dieb? Nun, Joseph ist weit durchtriebener und gefährlicher, als man aus seinem Äußeren schließen könnte. Er hat mir gestanden, dass er viel Geld an der Börse verloren hat.
Als ich ihm die Gelegenheit bot, griff er zu. Er war ohne zu zögern bereit, ihren guten Namen zu zerstören und seiner Schwester Glück zu opfern. Percy Phelps sank in den Stuhl zurück. Ich bin wie betäubt. Mir brummt der Schädel. Das Verwirrende bei ihrem Fall war, dass es schon fast zu viele Spuren gab. Wir mussten aus der Fülle von Indizien, die man uns vorlegte, erst diejenigen herauslesen, die tatsächlich wichtig waren. Joseph hatte ich hingegen bereits sehr früh in Verdacht. Und zwar, als ich erfuhr, dass sie an jenem Abend vorhatten, mit ihm gemeinsam nach Hause zu fahren. Was lag näher, als dass er auf seinem Weg zum Bahnhof bei ihnen im Ministerium vorsprach, um sie abzuholen? Das ist ja... Nun, und dann haben sie mir berichtet, dass das Zimmer, in dem ihr Krankenlager errichtet wurde, zuvor von Joseph bewohnt wurde und er, als man sie in der Nacht brachte, Hals über Kopf ausziehen musste. Was, wenn er nun etwas im Zimmer, in seinem Zimmer, versteckt hatte, das er zurücklassen musste? Nun, zu guter Letzt der Einbruchsversuch, in eben jener Nacht, in der sie zum ersten Mal ohne Pflegerin schliefen. Oh, ich war wie mit Blindheit geschlagen. Die Tatsachen des Falls, soweit ich sie ermittelt habe, sind folgende. Joseph Harrison betrat das Amt durch die Seitentür, die zur Charles Street führt. Er kannte den Weg zu ihrem Arbeitszimmer und trat ein, als sie es soeben verlassen hatten, um nach ihrem Kaffee zu fragen. Da er niemanden antraf, ging er zum Klingelzug und läutete. Dann erst sah er das Schriftstück auf dem Tisch liegen. Er erkannte sofort, dass der Zufall ihm eine Staatsurkunde von größter Wichtigkeit in die Hand gespielt hatte. Blitzschnell steckte er das Dokument ein und verschwand damit. Er fuhr mit dem ersten Zug nach Woking, besichtigte seine Beute, erkannte, wie wertvoll sie war und verbarg sie an einem Platz, den er für absolut sicher hielt. Seine Absicht war wohl, das Dokument nach einigen Tagen wieder aus dem Versteck herauszunehmen und es der französischen oder russischen Botschaft anzubieten. Dann kam ihre plötzliche Rückkehr und machte seine Pläne zunichte. Er musste sein Zimmer räumen, ohne Vorwarnung. Und seitdem waren dort stets mindestens zwei Menschen anwesend. Es war ihm unmöglich, seinen Schatz unbemerkt an sich zu nehmen. Als er endlich hoffte, die günstige Gelegenheit sei da, machte ihm ihre Schlaflosigkeit einen Strich durch die Rechnung. Ich hatte an jenem Abend meinen Schlaftrunk nicht genommen. Mir war klar, dass er den Versuch so bald wie möglich wiederholen würde. Ihre Fahrt nach London verschaffte ihm die Gelegenheit. Ich bat Miss Harrison, den Tag über im Zimmer zu bleiben, damit er keine Gelegenheit hatte, uns zuvorzukommen. Obwohl ich fest davon überzeugt war, der Vertrag müsse in dem Zimmer versteckt sein, wollte ich nicht erst alle Dielen aufbrechen oder die Wandvertäfelung durchsuchen. Ich ließ ihn daher den Schatz selber heben und ersparte mir damit viel Mühe und Arbeit. Ist Ihnen noch irgendetwas unklar, Mr. Phelps? Weshalb hat er denn bei dem ersten Versuch durchs Fenster steigen wollen? Damals war meine Zimmertür doch nicht verschlossen. Um die Tür zu erreichen, hätte er an 7 Schlafzimmern vorbeigehen müssen. Das erschien ihm zu gefährlich. Glauben Sie, dass er mich tatsächlich getötet hätte? Mag sein. Eines aber steht fest. Joseph Harrison ist kein Mensch, auf dessen Gnade und Barmherzigkeit ich vertrauen möchte.